Ja, moin moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. SnowRunner ist wieder am Start, im Koop mit dem LaRusso. Wir sind immer noch auf der dritten Map und machen jetzt hier die Mission alte Auslieferung. Dazu müssen wir uns Bohrausrüstung holen. Dazu brauchen wir jede Menge Platz und darum habe ich auch diesen tollen Anhänger dabei. Ja. Erstmal rumkommen. Herrlich. Herrlich. Klappt. Map gucken, rechts rum, links rum. Oh, das war, ne? Ja, genau, zum Bohrplatz müssen. Richtig. Ja, Hubdalle, wilde. Mach nicht, dass du vorbei willst jetzt. Sondern jetzt hier rechts, ne? Wieder runterschalten. Nicht, dass du wieder stecken bleibst. Naja. Weißt du, nichts ist unmöglich. Toyota. Ja, Toyota. Leider fahren wir hier kein Toyota. Was hast leider? So ging doch die Werbung, oder damals? Ja, ja, das stimmt. Genau. So. Darum bist du auch, wenn man hier immer überall Holzbrücken bauen muss. Damit man eben solche Wege hat, ne?
So, ja, leider bin ich mit dem dicken Pott hier stecken geblieben. Und den könnten wir eigentlich gleich mal versuchen rauszuziehen. Obwohl wir brauchen ihn, glaube ich, hier nicht mehr, ne? Wüsste nichts, was wir jetzt noch großartig transportieren müssten mit 4 Slots. Lassen wir erstmal da stehen. Ich stelle Ja, nicht. im Moment stellt er ja nicht. So, dann packen wir mal die Ware drauf. Und zwar Bohrausrüstung. Nicht auf den Truck laden, sondern da laden. Nee, shit. Da laden. So, zack. Habe ich den an der Verladerampe hingestellt. Ich will jetzt mal gucken, wie er sich da überhaupt fällt. Das ist ja mal schön festgehalten. Ja. Ja, und ich kriege ihn da nicht raus, ne, weil ich da keinen Windenpunkt habe. Deswegen habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt mit dem Anhänger mich hier gleich mal kurz hinstelle, könnte ich ihn. Ach, ja, lass das stehen jetzt. Hätte ich mal eben rausgeaselt, aber. Der bleibt da jetzt erstmal. So, damit er mal sieht, was man hier so durch die Gegend kutschiert. Boah. Aber der LaRusso hat einen Auflieger. Also direkt auf der Aufliegerkupplung. Und ich habe hier eben einen Drehschemel, den ich hinten an der Anhängerkupplung dran habe. Aber scheint auch ganz gut zu klappen. Sagen, was man will, macht immer noch Spaß, das Game. Ja, ich weiß. Alter Mann, ist kein D-Zug. Voll links vorbei. Ah, ich glaube, ich habe hier noch nicht den stärksten Motor oder so, ne? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht im Kopf, was ist da noch für Motor? Ich glaube, so viele gibt es. Ich glaube, bei dem gibt es nur zwei, glaube ich, bei denen du gerade hast. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Bleibst du da hinten kurz stehen, um Anlauf zu nehmen, ja? Naja, ich warte genau, bis du ein bisschen. Ich muss hier alle 5 Meter warten. Ja. Mach mich ruhig fertig hier. Ganz froh sein, dass es nicht dunkel ist. Jetzt hätte ich meine Warnleuchte oben angemacht.
Junge, Junge, aber so und so, was er so zu schleppen hatte, ganz schön durstig, der Kumpel hier, wa? Ja. Also, ein paar Liter noch, dann habe ich die Hälfte vom Tank weg. Gut hier. So, dann will ich auch mal weiterfahren. Ja, mach das mal. Geil, das animiert ist, ne? Auch mit der Notkette für die Rampen und so. Schon nice. Das hat schon was. So, dann nicht rechts rein zum. Ach doch. Doch, doch, müssen wir hier links. Ich muss ihn mal ausholen. Sonst. Ja, und dann natürlich nicht zum Anhängershop, sondern links vorbei, ne? Ja. Da hinten zum Lagerhaus. Da müssen wir das abgeben. Platsch! Direkt rein in die Sohle. Nee. Die Sohle ist Blödsinn. Ja, gut. Jetzt hier. Genau. Jetzt haben wir wieder Grip. Ziel voraus. Ja, haben wir das doch. Auch gleich geschafft. So. Dann können wir hier entladen. Zack. Und damit haben wir auch schon den zweiten hier abgeliefert. Sehr schön. Warten wir noch kurz. Na, Russo, ihr seht das, ne? Ein Auflieger. Auftrag beendet. Sehr schön. Jetzt haben wir tatsächlich hier den nächsten Auftrag, ne? Ich muss gucken.
Könnte man mal gucken jetzt. Nee, ich glaube, jetzt geht es rüber zur vierten Karte. Aber wir haben noch Holz zum Greifen nah. Mittelgroße und lange Stämme. Ja, kriegst du die drauf auf deine Anhänger? Nee. Genau. Ah, okay. Lass mal kurz gucken. Mittel, also lange musst du sowieso komplett umbauen, dein. Ja. LKW. Dann, man könnte sich jetzt im Prinzip. Also ich auf alle Fälle nicht. Ja doch, ich könnte mir auch einen Anhänger drauf machen. Ja. Man könnte jetzt mittelgroße Stämme zur Sägemühle bringen, 3 Stück. Ja. Alles andere, lange Stämme gibt es hier nicht auf der Karte. Die musst du sowieso von der vierten Karte holen. Hm. Also ich hätte jetzt diese ganzen Holzmissionen, die würde ich separat machen. Ja, okay. Was ist mit Hafenlieferung? Eine Bohrausrüstung ja, zum Hafen. Die werde ich jetzt mitnehmen. Du. Okay. Ja, wir können jetzt die Karte noch ein bisschen aufräumen, anhängermäßig verkaufen. Weil hier sind wir durch jetzt. Ja. Okay. Ja, gut, dann würde ich jetzt die Anhänger einsammeln. Ist da irgendwo. Nee, ich brauch. Ja, ich brauch aber einen mit einer. Mit einer Sattelkupplung auch, ne? Na, den hole ich. Du kannst die anderen holen. Ja. Okay. Gut. Können wir so machen. Kommen wir hier auch zum Anhängershop? Ja, sehr gut. So, ich werde jetzt nachdenken. Dann fahre ich dann schon in die Richtung. Zu den Anhänger hier ab, weil die wir nicht mehr brauchen. Zack. Fingershop. Können wir wieder verkaufen. Tanken wir jetzt hier neu auf. Raus. So, zack. Nachtanken. Immer voll machen wir die. Sehr schön. Gut, dann habe ich jetzt den auf jeden Fall schon mal nachgetankt. Kollegen mal hier ein bisschen beiseite fahren, oder? Der jetzt nicht die ganze Zeit hier im Wege steht. So. Ja, mitten im Wege gestanden, der Scout hier.
Nö, nö, so. Muss ja nicht sein, muss ja nicht sein. So. Dann guck ich mal, wo wir anfangen. Ich würde fast sagen, dass ich diesen bei der Holzstation diesen Weg aufdecke und den Anhänger wohl als erstes weghole, ne? Ja, ja. Genau. Okay, dann fahre ich doch. Ich wähle mal das. Hier lang, hier lang. Der Weg, glaube ich. Fahre ich übers Sägewerk. Genau. Hier unten runter. Ja, das klingt nach einem Plan. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten muss ich vielleicht mit dem Scout und dem Tankauflieger hinterher. Na klar, ich fahr los und es fängt an zu regnen. Okay. Hm. Ah, die Anfahrt zu der Holz ist nicht so gut gelungen. Und da so entgegenfahren kann. Kollege hupt schon wieder und drängelt. Dann ist hier links, ne? Du Raudi! Ja, siehst du, das kommt vom Heizen.
Das kommt vom Heizen. Bist du nicht an dem schon vorbeigefahren hier? Na, ich will ganz hinten den Tankanhänger noch wegholen. Aber brauchen wir den da nicht mehr, oder was? Nein. Leute, bisher ohne Allrad, hä? Ja, jetzt langsam fummelig hier. Könnte gleich passieren, dass wir doch immer Allrad einschalten müssen. Ja, jetzt fängt es an und stark dann aus. Noch so rausgeholt. Je weniger wir mit Allrad fahren, desto mehr sparen wir am Sprit natürlich auch. Das ist schon unter 10 Liter fahren oder eben 15 Liter. Das macht schon einen heiden Unterschied. Oh, Lenkrad wieder am Anschlag. Gerade jetzt kippen. Das sieht komisch aus. Also lieber noch mal die Winde ran. Gehen wir jetzt Allrad rein. Und zweck hier. Schön. So, und jetzt fahren wir hier auf diesem kleinen Weg, der noch nicht erkundet ist. Oh, eine tolle Hütte da, so mitten im Sumpf. Ne? Da würde ich gerne mal wissen, wer da wohnt. Stimmt. Und die von der Außenwelt nichts mitbekommen wollen. Ja, oder dieser Jason. Kennst du den? Der hat so eine Eishockey-Maske auf. Ach hier, naja. Und als Spezial
Hat er immer eine Kettensäge mit dabei, ja? Ach, hier steht ein Serviceanhänger. Okay. Dann muss ich ja gar nicht den Rest des Weges noch erkunden, oder? Das ist er ja schon, ne? Ja. Ja, dann würde ich den jetzt andocken und würde im Endeffekt direkt umdrehen. Und auf dem gleichen Weg eben zurückfahren. Schon dran. Nein. Aber jetzt, oder? Das muss sein. So, dann nehmen wir den jetzt schön mit hier. Das ist das sogenannte Map aufräumen. Das haben wir euch schon mal erzählt, dass man das dann macht. Jetzt ein Anhänger, den man nicht mehr braucht. Das ist ja auch schließlich bares Geld. Gefühlt, ne? Hast du wieder den Wühler gemacht? Ja, natürlich. Bisschen Grip kriegen und dann läuft der Lachs. Sehr schön. Lachs. Oder der Lurch oder was auch immer. Gut. Ich sehe gerade mal auf Uhr. YouTube, für euch ist jetzt hier erstmal Feierabend. Da kommt auch gar nicht so viel jetzt in der Folge E, weil den Anhänger, den Service-Anhänger bringe ich jetzt zum Job, verkauf den. Und dann geht es wieder weiter. Und da, wo es weitergeht und spannend ist, schalte ich euch wieder dazu. Aber das Ganze in der nächsten Folge. Ich sage schon Dank fürs Zusehen. Haut da rein. Bleibt gesund. Ich bin raus. Wir sind raus. In diesem Sinne. Ciao. Ciao.